Der St. Matthäus-Kirchhof in Schöneberg feiert in diesem Jahr sein 160-jähriges Jubiläum. So feierlich ist aber allen da gerade nicht zumute. Schon wieder sind Diebe plündernd über den Friedhof gezogen und haben erstmals ganz gezielt auch kunsthistorisch wertvolle Skulpturen, Grabplatten und Büsten gestohlen. Helga Maron ist fassungslos. Sie war in Urlaub, kommt gerade zur Grabpflege ihres verstorbenen Sohnes René und sieht, dass die Büste, die hier vorher war, gestohlen wurde. Den Dieben scheint nichts heilig. Das ist eigentlich ein zweiter Tod. Also, wenn man hierher kam, hatte man immer das Gefühl, es ist noch was da, aber jetzt ist gar nichts mehr da. Also, ja, ich kann nur sagen, schrecklich. Ihr einziger Wunsch, sie möchte die Büste des Sohnes wiederhaben. Auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Schöneberg wird immer wieder Metall gestohlen. Dächer von Mausoleen werden abgedeckt, können aus Kostengründen wie hier nur mit Dachpappe ersetzt werden. Kein Metall ist vor den Dieben sicher. Jetzt haben sie es auch noch auf Grabplatten abgesehen, wie bei diesen beiden Gräbern. Und mehrfach wurden wertvolle Skulpturen gestohlen, zum Beispiel hier die des Journalisten Hans Scherer oder die Büste des Bankiers Fritz David von Hansemann. Eine neue Dimension. Das ist das erste Mal, wo man wirklich von einem Kunstraub sprechen kann, weil es wurden Büsten gestohlen und die Täter sind sehr professionell, meiner Meinung nach, vorgegangen, haben sich die Objekte ausgesucht, die sie gestohlen haben. Und das war eine ziemlich gezielte Straftataktion. Und das ist meine Hoffnung, dass vielleicht die Gegenstände irgendwo auf dem Kunstmarkt wieder auftauchen. Bei der Polizei werden die Spuren des Friedhofdiebstahls ausgewertet. Es gibt noch keine heiße Spur. Da Skulpturen und Büsten gestohlen wurden, hat das Kunstdezernat übernommen. Dennoch gehen die Beamten erst einmal von Metalldiebstahl aus. Man guckt dann natürlich, was kann man vielleicht mit diesen Bildern schon anfangen. Letztendlich gibt es aber auch die Möglichkeit, und die werden die Kollegen auch nutzen, an Abnehmer von Buntmetall heranzutreten, um zu fragen, sind solche Gegenstände dort angeboten worden. Eine gute Nachricht zum Schluss, die Büste von Eugen von Kuike wurde von den Tätern zurückgelassen und von der Verwaltung gesichert. Vermutlich war ihnen Herr Kuike zu schwer.